hier ein Boot. Sei bereit. Immer hier, pass auf! Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Sie verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Nicht schwer. Berühre nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein, es ist Kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser.
Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Das ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor? Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? In der Mitte des Sees. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht: Opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du's tun? Zurück. Schlappen.
Keine Ahnung. Schiffswrack, siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Oh, gut. Wir sehen uns also ein bisschen um. Wenn wir unsere Reise fortsetzen wollen, müssen wir hierher zurück. Was ist hier passiert? Schiffbruch. Ja. Ich meine, warum ist das passiert? Diese Runen kenne ich nicht, aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Die Weltenschlange ist sogar hier. Sie ist wirklich groß. Die Weltenschlange, das ein Teil ihres Körpers geliebt?
Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Kommt schon. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals. Niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Das ist mein Wort. Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Und für den Knirps? Noch was?
Was? Wenigstens haben wir das jetzt erledigt. Mit Stolz, Kerl. Schwingst. Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Durch den Turm hindurch zum Berg. Bereit. Diese
Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Hier ist noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar.